Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Die Runde muss ich Ihnen nicht mehr vorstellen. Glaube ich, Sie kennen alle Protagonisten, die mit mir hier vorne sitzen aus den letzten Runden. Ich möchte, wie gewohnt, einige Punkte vorab ansprechen. Auch ganz aktuelle Themen, die heute Morgen oder gestern Abend über den Ticker gingen, möchte ich kurz eingehen. Wenn Sie Fragen an einem dieser Punkte haben, bitte gleich Handzeichen, dann können wir das gleich an dem Punkt abarbeiten und Sie müssen nicht warten bis zum Ende. Zunächst mal möchte ich einfach noch mal sagen, weil das Thema Grenzschließungen und überhaupt Shutdown ist ja immer wieder jetzt auch ein Thema, war das richtig? Ja, da gibt es ja auch Leute, die sagen, das war alles völlig überzogen oder es war in dem Maße nicht erforderlich. Also meine persönliche Einschätzung und die meiner Fachleute hier ist ganz eindeutig, der Shutdown war damals absolut richtig und wichtig und die Wiedereinführung der Grenzkontrollen auch zu diesem Zeitpunkt. Weil Sie erinnern sich gut, damals war das der Hotspot, wie man sagt, oder das Infektionsgeschehen im Barin, im Oran, da war es noch im Oran, also im Oberelsass, aufgrund vor allen Dingen dieser Veranstaltung der Freikirchen dort. Dann war aber schon, und ich wusste schon von meinem Kollegen im Barin, dem Frédéric Bierry, dass das rüberschwappte in sein Departement, also in den Barin. Und dann war klar für uns hier, das dauert nicht mehr lange, bis sozusagen das auch über die Grenze kommt. Ja, und in dem Moment hatten wir noch keine Grenzschließung, als uns das klar war. Und dann erinnern Sie sich an meine Empfehlung, von Grenzübertritten Abstand zu nehmen. Das war eine Woche vor der Grenzschließung oder vor der Wiedereinführung der Grenzkontrollen, die dann Gott sei Dank auch kam. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das uns davor bewahrt hat, dem gleichen Ausbruch und dem gleichen Geschehen mit zu tun zu haben, wie das in Frankreich im Elsass der Fall war. So, jetzt aber muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, dass das alles schwere Eingriffe in Grundfreiheiten sind, schwere Eingriffe in Grundrechte sind. Deswegen ist es jetzt wichtig, nachdem damals die Erforderlichkeit und Angemessenheit aus meiner Sicht zumindest klar war, jetzt geht es aber darum, dass wir wirklich fortlaufend und differenziert die Politik prüft, ob die Maßnahmen noch geeignet sind, ob sie noch erforderlich sind und ob sie angemessen sind. Und das ist ein schwieriges Geschäft. Und ich will einfach mal auch die ein oder andere politische Entscheidung damit kommentieren. Bei diesem schwierigen Geschäft gibt es oft kein absolut richtig oder falsch. Es ist keine Mathematik. Aber es ist eben ein sehr sensibler Bereich. Und deswegen muss man wirklich Stück für Stück sich daran tasten an die Entscheidung, immer unter dem Gesichtspunkt Verhältnismäßigkeit. Und man muss sich darüber klar sein, dass man im Grundrechtsbereich unterwegs ist. Und diese Sensibilität, die müssen alle Entscheidungsträger gerade behalten. Bei allen anderen wichtigen Punkten, diese Sensibilität braucht jeder, der diese Entscheidung zu treffen hat und sie aufrecht erhält. Und deswegen finde ich es gut, dass die Menschen auf die Straße gehen und für diese Sensibilität sorgen, dass einige Verquere dabei sind. Ja, das kann nicht dazu führen, dass man diese Demonstrationen und Meinungsäußerungen für unsere Grundrechte in irgendeiner Form in Abrede stellt bzw. verurteilt. Ja, das muss die Demokratie aushalten, das muss unser Staat aushalten. Und deswegen finde ich es gut, dass die Menschen auf die Straße gehen, um die Politik und die Entscheidungsträger zu sensibilisieren dafür, in welchem Bereich sie unterwegs sind, nämlich Grundrechte. Ja. Also wenn wir für Klimaschutzdemonstrationen begrüßen, was ich auch begrüße, ja, in Sachen Sensibilisierung für den Klimaschutz, das gilt doch erst recht auch für unsere Grundrechte dann. Also deswegen warne ich einfach davor, das alles immer in eine Ecke zu schieben und zu sagen, das sind verquerdenkende Menschen und Verschwörungstheoretiker, die sind auch darunter, das ist völlig klar. Aber wie gesagt, das müssen wir aushalten. Und deswegen begrüße ich es, dass das auch zu dieser Sensibilisierung, die ich angesprochen habe, beiträgt. Der nächste Punkt, den ich vorweg schicken will, ich finde es auch richtig, dass die Lockerungen, die jetzt passieren, dass die regional differenziert passieren.
Es gab ja den Vorwurf von einigen, die gesagt haben, Deutschland ist nicht in der Lage, eine einheitliche Pandemiepolitik zu machen. Und das ist alles doch ein Flickenteppich von Lockerungen jetzt. Der eine überholt den anderen rechts. Das kann natürlich auch mal der Punkt sein, dass da einige rechts und links überholen ohne Grund. Aber ich glaube, der Grund für diese differenzierte Herangehensweise über die Länder und dann auch in den Kreisen, da komme ich gleich noch zu, ist einfach der, dass wir in dem besagten Bereich unterwegs sind, im Bereich der Grundrechtseinschränkungen. Und dann muss ich differenzieren. Und wenn ich die Möglichkeit habe zu differenzieren und Sachverhalte unterschiedlich zu behandeln in den einzelnen Regionen, dann muss ich dies tun. Dann kann ich nicht alles über einen Kamm scheren. Und diese Möglichkeiten gibt es. Deswegen meine ich, dass das der richtige Weg ist. Was die Lockerungen angeht, die jetzt ja schon definiert und kommuniziert sind, nur der Hinweis, wir warten da auch noch auf die wirklich rechtliche Umsetzung. Weil im Moment ist es ja so, dass wir diesen politischen Fahrplan in Form der Ampel haben. Ich nenne das jetzt mal Ampel. Ja, das ist der politische Fahrplan. Der ist nicht rechtsverbindlich. Ja, wir warten diese Tage noch ab die Fortschreibung der Corona-Verordnung. Und so wird es in allen Ländern sein, dass letztlich entscheidend ist, was tatsächlich dann in den rechtlichen Grundlagen auch steht. Zu den Lockerungen gehört auch die Grenze. Da muss ich nicht mehr viel zu sagen, auch wenn wir da sehr von betroffen sind natürlich, weil es gibt ja eine Pressemeldung des Bundesinnenministeriums. Ich kann Ihnen nur so viel sagen. Ich habe heute Morgen noch mit dem Leiter der Bundespolizei, der hat mich angerufen und nochmal auf etwas Wichtiges hingewiesen, was in der Kommunikation vor allen Dingen im Elsass, das ist aber nicht Ihr Fehler, sondern das ist die Wahrnehmung der Menschen. Es ist so, es hat sich im Grunde an den Regulierungen, wer einreisen darf nach Deutschland, hat sich inhaltlich kaum was geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass jetzt auch Lebenspartner, nicht eingetragene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner und andere, sagen wir mal, nahe Zugehörige, dass die jetzt die Grenze, wenn sie das darlegen können, überschreiten können. Alle anderen Restriktionen für die Einreise nach Deutschland sind nach wie vor gültig. Das Einzige, was insofern gelockert worden ist, zusätzlich noch, ist das Verfahren. Das heißt, es wird das Reglement insofern geändert, dass es jetzt Stichprobenkontrollen gibt und nicht mehr jedes Fahrzeug kontrolliert wird. Das ist das eine. Und das andere sehr erfreuliche ist die dritte Änderung, nämlich dass geschlossene Grenzübergänge jetzt alle geöffnet werden. Das heißt, für uns konkret hier, alle Grenzübergänge, die Tram-D-Brücke wird geöffnet, die Passerelle wird geöffnet, die Fähren werden geöffnet und die Tram kann auch wieder fahren. Das alles gilt rechtlich ab 24 Uhr, Freitag 24 Uhr. Sind diese Grenzübergänge und wieder offen, wie gesagt. Letztlich, ob dann die Tram fährt, konkrete Frage und Antwort, ob die Tram fährt, hängt dann vom Betreiber ab. Also das sind jeweils auch die Fährenbetreiber, die dann entscheiden, ob und wann sie wie starten. Aber rein rechtlich ist es jetzt so. Das wollte ich einfach nochmal für Sie zur Klarstellung. Das heißt, die nächsten 30 Tage rund bis zum 15.06. ist das mal der Zustand, der nun verfügt worden ist vom Bundesinnenminister. Ganz kurz zu den aktuellen Fallzahlen, die Sie ja immer mitbekommen, auch über unsere schriftliche Kommunikation. Deswegen mache ich es kurz. Wir haben 3 Neuinfektionen Ihnen mitzuteilen. Wir haben aktuell 75 Infizierte. Und ich komme gleich nochmal zu dieser Zahl, wenn Sie die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nehmen und das auf den Ortenaukreis projizieren, dann gilt ja die Zahl 215 als die prekäre Zahl. Da sind wir natürlich jetzt weit runter mit den 30 Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen. Oder wenn Sie es auf 100.000 berechnen wollen, dann sind es 7.
statt eben die Grenze 50. Das ist die aktuelle Situation im Ortenaukreis vor dem Hintergrund. Jetzt, ich schaue mal immer in die Runde, ob Sie Fragen haben. Dann zu dem Thema 50 Neuinfektionen pro 100.000. Was passiert oder würde passieren, wenn das der Fall wäre, wenn wir über diese Grenze kämen? Also nochmal der Hinweis, man muss jetzt erstmal abwarten, wie das genau in rechtliche Vorschriften in der Corona-Verordnung, wie das genau gefasst wird. Und da bin ich froh, dass wir auch mit der Landesregierung über den Lenkungskreis beim Staatsministerium, Corona-Lenkungskreis, in Kontakt stehen und im Austausch stehen, weil man muss sich ja verschiedene Fragen dort stellen, die Sie sich auch schon gestellt haben. Wie sieht es aus? Wir sind der flächengrößte Kreis in Baden-Württemberg, ja, und bei uns ist die Zahl 215. Wie sieht es aus, wenn ich ein Ausbruchsgeschehen, und das stelle ich jetzt mal, in einer Kommune habe von den 51 und dort sind 200 Menschen infiziert, unterstellen wir mal, Neuinfizierte. Bei der Lesart, der ganze Kreis zählt und die Grenze 215, müsste man nicht agieren. Das wäre natürlich absolut kontraproduktiv. Man muss reagieren, aber man muss nicht kreisweit reagieren, sondern man muss dieses konkrete Geschehen vor Ort in den Fokus nehmen, möglichst früh, ja, und nicht erst, wenn es schon so weit gediehen ist, und muss dann agieren. Andersherum, formuliert, es kann nicht sein, dass wir diese Grenze wirklich als statische, mathematische Grenze nehmen, um dann das Ganze anzugehen, weil das sind Verwaltungsgrenzen, Kreisgrenzen. Ja, die haben mit pandemischen Entwicklungen relativ wenig zu tun. Das kann also nur ein Indikator sein und man muss immer genau schauen, und da bin ich auch froh über die Ankündigung von der Bundes- und Landespolitik, wie ist das lokale, regionale Geschehen in einer Einrichtung? Ist es eine Einrichtung im Pflegeheim? Da kann ich ganz anders agieren, als wenn das auf einer Gemarkung ist, ja, wenn das ein undefiniertes Ausbruchsgeschehen ist. Also da muss man sehr genau hinschauen. Genauso wie man darauf hinschauen muss, dass wenn man dieses zugrunde legt, und wir sind wieder im Grundrechtsbereich unterwegs, ja, ich betone das so, weil das eine hohe Bedeutung hat, auch im rechtlichen, in der rechtlichen Fassung des Ganzen, also wie man das handhabbar macht. Ja, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Kriterien für die Feststellung von Neuinfektionen vergleichbar sind im Land. Das heißt, bös gesagt, das wird nicht passieren, aber man könnte ja auf den fast kriminellen Gedanken kommen und sagen, wir testen weniger, dann kommen wir auch nicht an die Grenze. Ja? Da sehen Sie schon, wie volatil dieses Kriterium ist, wenn man nicht zu ganz klaren Regelungen kommt, wer wird wo getestet, in welchem Umfang im Verhältnis zur Bevölkerung. Dann kann man solche Grenzen, ich betone nochmal, als ein Kriterium ansehen. Es ist für mich nicht das Einzige, was gelten darf, aber dann kann man es ansehen. Dafür brauchen wir klare Regelungen des Landes. Das können wir nicht als Ortenaukreis machen. Wie sieht die Testungsstrategie im Land aus insgesamt? Wir brauchen hinreichend Kapazitäten, die haben wir im Moment nach unseren gegenwärtigen Situationen. Und wir brauchen ein landesweites, einheitliches Monitoring des Ganzen. Also von daher bin ich gespannt, aber das haben wir adressiert an die Landesregierung. Ich bin gespannt, wie das im Einzelnen dann ausgestaltet wird. Aber noch kann ich Ihnen dazu nicht mehr sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir dort jedenfalls für ein differenziertes Handeln sind. Und deswegen kann man auch einen Shutdown, das war ja auch mal eine Frage, glaube ich, die kam, etwa für den Ortenaukreis oder für einen bestimmten Kreis, das kann man eigentlich ausschließen. Wenn es so weit gekommen ist, dann ist nicht nur der Ortenaukreis betroffen. Ja? Und wenn es aber nicht so weit gekommen ist, sondern wir den Fokus legen müssen auf spezielle Ausbruchsgeschehen im Ortenaukreis in einer Einrichtung, dann wäre es unverhältnismäßig, den ganzen Ortenaukreis sozusagen runterzufahren. Ja, da sehen Sie dieses Wechselspiel, was entscheidend bei der Frage sein wird. Und über allem steht wie immer die Verhältnismäßigkeit, die es dann eben gebietet, dieses konkrete Geschehen
zu betrachten und dort zu agieren und nicht einfach zu sagen, wir fahren jetzt die Ortenau in einen Shutdown. Das wird nach meiner Einschätzung nach nicht nur hoffentlich, sondern jedenfalls nicht der Fall sein. Hoffentlich kommt es auch gar nicht zu konkreten Ausbruchsgeschehen, die kritische Grenze überschreiten. Das wünschen wir uns natürlich alle. Wenn es denn so ist, wer entscheidet dann? Ist ja die nächste Frage. Die Frage ist im Moment rechtlich noch so zu sehen, dass zunächst mal die Expertise dafür, ob eine Eingriffsschwelle oder eine Maßnahmenschwelle überschritten ist, dass Maßnahmen ergriffen werden, die Expertise liegt beim Gesundheitsamt des Landratsamts, beim Amt von Dr. Bressau, in Rückkopplung natürlich immer mit dem Landesgesundheitsamt und den Kollegen auch der Niedergelassenen. Frau Dr. Reinhardt ist ja auch heute auch da. Da ist die fachliche medizinische Expertise, die einer weiteren Entscheidung dann zugrunde liegt. Und die weitere Entscheidung trifft, wenn Zeit ist, die Ortspolizeibehörde nach Empfehlung des Landratsamts. Wenn keine Zeit ist, das Landratsamt oder der Landrat im Wege der Allzuständigkeit. Das muss dann im jeweiligen Einzelfall betrachtet werden. Ja, wie schnell kann man dort agieren? Aber es gibt eben auch die Allzuständigkeit der Landratsämter in dem Fall. Differenziertes Handeln habe ich schon abgesprochen und auch vor allen Dingen frühzeitiges Handeln. Jetzt nochmal zu diesen Kriterien mit den Neuinfektionen. Ich habe eben schon betont, für mich ist es theoretisch mal, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, ein Kriterium, was durchaus theoretisch mal brauchbar ist. Aber das alleinige Abstellen auf die Zahl der Neuinfizierten reicht mir persönlich eigentlich nicht, sondern wir müssen ja auch da wieder schauen, was ist das Ziel? Das primäre Ziel ist ja zu verhindern, dass Menschen an Leib und Leben Schaden nehmen. Und zwar wesentlichen Schaden nehmen, also entweder versterben oder aber schwer erkranken. Das wollen wir möglichst verhindern. Und natürlich ist die Zahl der Neuinfektionen statistisch gesehen hat auch eine Relevanz dafür, wie viele Menschen letztlich schwer erkranken und sogar sterben. Das ist reine Statistik, das ist klar. Es gibt aber noch zwei, drei andere Punkte, die mit einfließen müssen, um das Ganze zu rechtfertigen, die Maßnahmen zu rechtfertigen. Nämlich, wir müssen auch schauen, wie sieht's denn mit unseren Kapazitäten aus, mit den Behandlungskapazitäten. Natürlich, wenn die Behandlungskapazitäten nicht ausreichend sind, dann habe ich auch eine höhere Gefahr an schweren Erkrankungen beziehungsweise nicht behandelbaren Erkrankungen und damit auch Todesfällen. Ich will an die Zustände nicht erinnern, die wir gesehen haben in anderen Ländern. Aber das ist der entscheidende Punkt. Ja, da geht's um Lebensschutz. Und wenn die Kapazitäten jeweils da sind, dann kann ich auch anders betrachten die Zahl der Neuinfektionen. Ja, das ist eine Frage des Zusammenspiels dieser Aspekte. Und das kann, wissen Sie ja, wir haben im Ortenaukreis frühzeitig angefangen, Kapazitäten aufzubauen. Jetzt haben wir sie teilweise wieder zurückführen können. Wir waren in keinem Zeitpunkt, auch nicht in der bisherigen Hochphase der Pandemie, an der Grenze der Belastbarkeit. Zu keinem Zeitpunkt. Ja, das ist hier Gott sei Dank anders als vielleicht in anderen Regionen Europas. Aber bei der Frage der Eingriffe oder der Lockerungen in Grundrechte, ja, muss ich das auch betrachten. Ich kann nicht nur betrachten die Schwelle der Neuinfizierten. Deswegen wäre mir das zu wenig, allein auf diese Frage Neuinfizierte abzustellen. Das ist ein Indikator, aber nicht der einzige. Der zweite Punkt ist ein ganz wichtiger, nämlich der Punkt, welche Kapazitäten haben wir, um Kontaktpersonen nachzuverfolgen. Ja, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Auch das ist ein Punkt, der mit einfließen kann. Wenn ich dort hinreichende Kapazitäten habe, ich habe Behandlungskapazitäten, dann halte ich auch mehr Neuinfektionen aus. Beziehungsweise kann Neuinfektionen sogar wieder eindämmen und zurückführen. Und bei der Kontaktpersonenermittlung, da möchte ich jetzt ganz aktuell auf etwas eingehen, was Sie jetzt gestern Abend und heute Morgen ja auch sicherlich mitbekommen haben, nämlich der Bundesminister Spahn hat sich ja erstaunt gezeigt, dass im öffentlichen Gesundheitsdienst offensichtlich nach einer Recherche von zwei großen Medienunternehmen in Deutschland keine
hinreichenden Kapazitäten, Personalkapazitäten da sein. Dieses Erstaunen interpretiere ich so, dass das kein plötzliches Erstaunen sein kann, weil er ist ja Bundesgesundheitsminister. Sondern, also das heißt nicht, der ist jetzt nicht plötzlich erstaunt, sondern er findet es erstaunlich, weil er weiß das schon länger, dass der öffentliche Gesundheitsdienst personell seit Jahren über Last fährt oder andersrum formuliert, nicht hinreichend berücksichtigt wird seitens der Länder, auch in Baden-Württemberg. Und ich kann Ihnen dazu mal ein paar interessante Zahlen nennen, die Ihnen die Situation verdeutlichen können. Und zwar habe ich heute Morgen noch mal schnell eruieren lassen, wie es aussieht. Da vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen. Wie es eigentlich aussah vor der Krise. Da sage ich Ihnen mal nur eine Zahl. Wir hatten vor der Krise 44 Stellen. Alles gerundet, aber 44 Stellen. Ich rede immer von Vollzeitstellen, ne? 100%. Wir hatten 44 Stellen in unserem Gesundheitsamt. Das heißt, wir hatten insgesamt eine Unterbesetzung von 8. Also 7 Stellen waren nach unserer Überzeugung stellenplanerisch schon unterbesetzt und eine Stelle war laut Stellenplan nicht besetzt. Ja? Also nach unserem Dafürhalten waren wir da schon mit 8 Stellen unterbesetzt, vor der Krise. So, im Moment, dann kam die Krise. Von diesen 44 Stellen, ich nenne nur die 44 jetzt, gleich kommen wir zu anderen, sind 41 Stellen für Corona 100% ausgelastet. Also nur 3 Mitarbeiter machen etwas anderes als Corona seit Wochen. So, jetzt kommt das, jetzt fragt man sich natürlich, ja, was ist denn von außen dazugekommen? Weil mit den Stellen hätten wir es nicht geschafft, ja, mit den 41 Stellen. Was ist dazugekommen? Also ich sage bewusst gekommen, weil die Frage interessant ist dann von wem. Also, von Dritten dazugekommen, weil es wird immer gesprochen von RKI-Scouts, von die Politik spricht davon, dass doch Personal zur Verfügung gestellt wird. Ja, die Frage ist ja, woher? Woher kommt das? Ja, wir haben von außen bekommen, von dritter Seite bekommen, 2 Scouts vom RKI. Punkt. 2 Scouts bisher. Das war die Unterstützung von Dritten. So, und jetzt kommen dazu, was wir getan haben. Selbst organisiert als Landratsamt haben wir 22 zusätzliche Stellen in der Zeit. Selbst organisiert heißt PJler aus dem Klinikum, andere über Facebook, Medizinstudenten, Arzthelferinnen, 2 ehemalige Landesmitarbeiter haben wir uns zurückgeholt sozusagen. Ja, also das war eigene Arbeit, 22 Stellen. 2 haben wir quasi bekommen von Dritten. Ja? Nur, dass Sie das mal sehen, was, sage ich mal, im Großen gesprochen wird und im Kleinen passiert. Ja? So, jetzt geht's weiter. Was haben wir von innen dargestellt, aus dem Personalkörper Landratsamt? Haben wir insgesamt aus allen anderen Bereichen zusammengeführt für die Verstärkung unseres Gesundheitsamts 36 Personen. Ja, also wir sind jetzt schon bei der eigenen Akquise, sage ich mal, und Darstellung sind wir jetzt schon bei 58 Personen, ja, die wir selbst außen und innen zur Verfügung gestellt werden. Übrigens, noch keiner hat ein Wort dazu gesagt, wie das finanziert wird und ob wir das finanziert bekommen. Da ist vornehme Zurückhaltung, ja. Insbesondere auch, was die Stellen, die wir intern verschoben haben, angeht. Ja, das können Sie ja mal hochrechnen, was das heißt. Bisher für 2 Monate 36 Vollzeitäquivalente von innen und von außen 22. Ja, kein Wort dazu. So, und jetzt kommt das Konzept des Sozialministeriums, Personennachverfolgung. Jetzt komme ich zurück zum Punkt. Wichtiger Punkt, das Konzept ist gut. Die Frau Dr. Bressow hat sich es angesehen, medizinisch. Fachlich ist das, da wird sie gleich noch was zu sagen, aber ist das in Ordnung? So, wenn man das aber jetzt mal hochrechnet auf die Mitarbeiter, die wir dafür brauchen, dann wären das 107 Mitarbeiter nur für die Kontaktverfolgung. Das sind diese 20.000 Einwohner und da 5. Ja? Also pro 20.000 Einwohner 5 Personen nur für die Kontaktverfolgung.
So sieht das der Herr Spahn und so sehen das unsere Landesregierung. Das ist ja durchaus richtig. Ja. Aber jetzt habe ich Ihnen ja gerade dargelegt, wo wir stehen. Und von den Personalstellen, die wir bisher aufgebaut haben, wir sind jetzt also bei 101, davon sind 29 Ermittler. Also von den 101 Personen, die ich eben in der Addition Ihnen dargelegt habe, die jetzt im Gesundheitsamt oder fürs Gesundheitsamt arbeiten, von diesen 101 Personen sind 29 Ermittler. Nach dem Konzept brauchen wir aber 107. Das heißt, wir haben einen Fehl von 78 Mitarbeitern für die Kontaktpersonennachverfolgung. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe Ihnen ja gesagt, was wir alles schon gemacht haben. Wir haben von 44 auf 101 aufgestockt, selbst geholfen. Zwei von außen bisher bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo dieses Personal herkommen soll oder kommt vielleicht von Dritten. Ja, auf einmal ein Bus, ja, keine Ahnung. Und vor allen Dingen, wer das dann letztlich alles bezahlt. Wir haben diese Themen auch gestern adressiert nochmal an die Landesregierung. Unser Präsident vom Landkreistag hat das Thema aufgegriffen. Aber Sie können jetzt, glaube ich, mal plastisch anhand eines Kreises nachvollziehen, in welcher Situation wir dort sind und dass das eine große Herausforderung ist. Ein letzter Punkt möchte ich noch ansprechen bei dem Thema Verhältnismäßigkeit. Ich habe ja gesagt, also die Zahl der Neuinfizierten ist ein Indikator aus meiner Sicht, kann nicht der einzige sein. Die Kapazitäten in Krankenhäusern, Nachverfolgung von Infektionsketten ist wichtig. Und einen vierten Punkt sollte man auch mal politisch betrachten. Da bin ich jetzt leider nicht in der Lage, dort mitzuentscheiden. Aber man muss sich doch mal vorstellen, wie viel Milliarden im Moment in unserer Volkswirtschaft und in unserem Sozialsystem, ich nenne es mal, verbraucht werden. Ja? Beziehungsweise wir Verluste einfahren. Das sind jeden Tag mehrere Milliarden. So, das ist das ein oder andere oder vieles davon ist absolut sinnvoll. Man sollte sich aber mal überlegen, ob man von diesen Milliarden, die täglich dort verbrannt werden, ob man nicht die eine oder andere größere wesentliche Zahl an Mitteln investiert in eine noch bessere Versorgung, Betreuung, Rundumbetreuung von mir aus der vulnerablen Gruppen, um auf der anderen Seite Lockerungen für diese Volkswirtschaft und damit auch für das Sozialsystem zu ermöglichen. Weil darum geht's ja. Die Menschen, die im Ortenaukreis leider verstorben sind, haben das Durchschnittsalter von 82. Da ist der Fokus drauf zu legen. Und ich finde, wir sollten wirklich bis zum Einkaufen, bis zur Reinigung der Wohnungen, wenn die Personen, die vulnerablen Personen noch selbst leben in Wohnungen, das kann eine Rundumversorgung sein, die können wir uns locker leisten, wenn wir auf der anderen Seite volkswirtschaftlich und die restlichen Sozialsysteme wieder etwas, sagen wir mal, stimulieren lassen, ja, und die Lockerungen auch umsetzen können. Das ist ein vierter Punkt, der mir wichtig ist bei der Gesamtbetrachtung. Was ist Verhältnismäßigkeit? So, jetzt habe ich lang geredet, aber ich habe, glaube ich, alle Punkte kurz mal gestriffen und frage jetzt erstmal, haben Sie zu den einzelnen Punkten noch Fragen an mich? Bitte, Herr Siegler. Also mit dieser Rundumversorgung meinen Sie ja letzten Endes, dass es eine verstärkte Isolierung der vulnerablen Gruppen geben soll? Nein, keine Isolierung. Das Wort Isolierung lehne ich ab. Sondern es soll Ihnen möglich gemacht werden, wenn Sie denn nicht in Heim, sondern noch alleine leben, es soll Ihnen möglich gemacht werden, sich optimal zu schützen, ja, in Ihrer Selbstbestimmung Ihr Leben und Ihr Lebensrisiko handeln zu können. Ja, und deswegen meine ich, dass man dort alle Hilfsleistungen, die eben nur denkbar sind, und wenn es das Putzen einer Wohnung ist, was ein alter Mensch vielleicht nicht mehr alleine kann, im Schutzanzug mit voller Ausstattung ist, ja, da kann man ansetzen, ja, dass die Menschen nicht mehr einkaufen müssen, ja, und sich nicht in Gefahr begeben müssen, wenn sie denn nicht wollen, ja, das ist ja auch eine verantwortliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Aber ich könnte die Möglichkeit schaffen. Und wenn ich dafür auf der anderen Seite diese Volkswirtschaft und die Lockerungen und die Freiheitsrechte dieser Gesellschaft wieder hochfahren kann, dann meine ich, ist dieses Geld, was viel kosten würde wahrscheinlich, sehr gut angelegt. Aber wie gesagt, das ist keine Entscheidung, die man auf Kreisebene treffen kann. Sie gehört aber für mich zu dem Kanon
der Indikatoren, die wichtig sind für das weitere Prozedere, gehört das für mich mit dazu. Herr Röder. Jetzt? Ah ja, okay. Wenn für die Kontaktverfolgung 78 Personen fehlen im Ortenaukreis beziehungsweise im Gesundheitsamt, wie läuft es dann in der Praxis ab? Heißt es dann, bei Person A verfolgen wir nicht weiter, konzentrieren wir uns auf Person B oder wie läuft es dann? Also dazu sagt die Frau Dr. Pressor jetzt gleich was. Ich habe davon gesprochen, wenn dieses Konzept von der Landesregierung zur Personennachverfolgung 1:1 umgesetzt werden soll, dann würden uns nach dieser Berechnung 5 Nachverfolger pro 20.000 würden uns nach meiner Berechnung eben 78 fehlen. Jetzt die Frau Pressor dazu, wie es im Moment ist und wie wir weiter damit umgehen werden. Ja, genau. Das ist die rein theoretische Berechnung vom Bund und vom Land. Unsere Hauptaufgabe liegt gerade darin, sehr flexibel zu agieren und entsprechend des Aufkommens der Neuinfektionen zu ermitteln. Und das tun wir. Wir haben praktisch verschiedene Eskalationsstufen. Im Moment ist es tatsächlich immer noch so, dass fast alle Mitarbeiter in der Corona-Ermittlung stecken und dort mitarbeiten, auch im Hintergrund mitarbeiten bei den ganzen Verwaltungsaufgaben und auch der Beratung der Alten- und Pflegeheime wegen der Testungen, die jetzt anstehen. Da wird die Frau Reinhardt nachher noch was zu sagen. Und es ist unsere Aufgabe praktisch im Hintergrund und das gelingt uns mit viel Mühe und mit viel Kraft, dadurch, dass uns Mitarbeiter vom Landratsamt eben im Bedarfsfalle dann zur Verfügung stehen, dass die uns dann praktisch helfen und uns unterstützen, wenn die Infektionszahl wieder größer wird. Aber Fakt ist auch, dass wenn es auf dem Stand bleibt, den wir jetzt gerade haben, also praktisch so um die 10 Neuinfektionen, gehen wir mal nur von so um die 10 jeden Tag aus, reicht das Personal nicht aus, das wir haben. Und das hätte noch nie dafür ausgereicht, also schon vor Corona nicht. Das muss man einfach festhalten. Auf so ein Infektionsgeschehen ist der öffentliche Gesundheitsdienst nicht vorbereitet worden, sagen wir auch mal ganz klar, weil es ist nicht so, dass die Amtsleiter das nicht auch in der Vergangenheit gespiegelt hätten und die an entsprechende Stellen auch die Hinweise gebracht hätten, dass genau dieses jetzt geschehen wird. Also wir gehen jetzt praktisch damit um, dass wir alle weiter da drin bleiben und uns die Möglichkeit haben, uns zu verstärken. Aber das braucht unsere ganzen Ressourcen und wir haben auch ehrlich gesagt entsprechend viele Überstunden angesammelt innerhalb unserer Mitarbeiter in den letzten Wochen. So, dann haben Sie zum ersten Block Einführung keine Fragen mehr, wie ich sehe. Dann machen wir weiter. Wer ist der Nächste? Ich schon wieder. Frau Dr. Bressau, genau, Sie hatten schon das Wort, bitte. Genau. Die Zahlen bekommen Sie ja immer aktuell von uns zu den Testungen und wie das gerade läuft. Da wird die Frau Reinhardt was zu sagen, haben wir vorhin besprochen. Da sind wir gerade dabei, eben das zu organisieren, dass flächendeckend alle Alten- und Pflegeheime organisiert werden, beziehungsweise sie organisiert das in der Hauptsache. Ich habe allerdings ein paar Zahlen auch für Sie raussuchen lassen, weil jetzt sind wir ja so an einer Stelle, wo man auch ein bisschen Bilanz ziehen kann. Und wir haben heute mal ausgerechnet, dass von unseren insgesamt so um die 1.500 Positiven, die wir haben im Ortenaukreis, ein Drittel aus dem medizinischen Bereich kam, also Klinikum und Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflege. Und wenn Sie jetzt nur die Alten- und Pflegeheime betrachten, waren das 20% der positiven Personen. Ich finde das auch mal eine ganz interessante Zahl. Auf das, wie es weitergehen soll, der Herr Scherer hat schon ganz viel erwähnt. Das ist vollkommen in Abstimmung mit uns. Wir sehen unsere Aufgabe in der Zukunft genau da, bei dem, was wir jetzt auch machen. Sprich, alles im Keim ersticken, so gut und so schnell es geht, um größere Ausbrüche zu verhindern, um Neuinfektionen zu verhindern. Das Vorgehen wird sich von unserer Seite aus nicht ändern. Das war bisher sinnvoll und wird auch weiterhin sinnvoll sein. Und bei der Interpretation der Zahlen muss es immer auch darum gehen, wo habe ich denn jetzt das Infektionsgeschehen, in welcher Personengruppe ist dieses Infektionsgeschehen und wie breitet es sich dort aus. Das heißt also, die Fachexpertise und die Bewertung der gesamten epidemiologischen Lage jeweils für den Einzelfall des Geschehens, also des Ausbruchsgeschehens, wir nennen das Cluster, das gilt es in jedem Einzelfall zu prüfen und dann natürlich vor Ort und regional und zu agieren und
zu versuchen, dort schnellstmöglichst einzugreifen. Was die anderen Aufgaben des Gesundheitsamtes angeht, da sind wir gerade auf der Wegfindung. Wir haben in dieser Woche die Aufforderung bekommen, unsere ganzen anderen Dienstaufgaben wieder hochzufahren. Wie wir das machen sollen, ist ehrlich gesagt, das überlegen wir gerade gemeinsam mit allen Beteiligten. Ich kann mal als Beispiel die Einschulungsuntersuchung nennen. Also die soll ja flächendeckend stattfinden. Meine ganzen sozialmedizinischen Assistentinnen ermitteln aber gerade Kontaktpersonen und machen das auch wirklich sehr gut, sind da auch reingesprungen in die Aufgabe. Und die fehlen jetzt natürlich, abgesehen davon, dass die Kindergärten auch gar nicht aufhaben, das ist das nächste Problem, das sich uns erstellt. Ja, also die Erwartung des Landes, das irgendwie dann doch noch hinzukriegen, werden wir nicht erfüllen können. Wir werden einen Weg finden müssen zu priorisieren am Ende des Tages, wenn wir jetzt die nächsten 2-3 Wochen abwarten müssen noch, wie sich die Lage mit Corona entwickelt. Wenn es weiterhin so bleibt, wie es jetzt ist, werden wir da priorisieren müssen. Es kann gar nicht sein, dass wir flächendeckend die ISO noch durchführen können. Und es ist auch nicht denkbar, sie im nächsten Jahr nachzuholen, weil auch dafür fehlt uns ja das Personal. Dann haben wir nicht die übermäßigen Personalressourcen. Es wäre vielleicht auch eine gute, es wäre auch denkbar gewesen, das Land hätte sich positioniert und hätte gesagt, dieses Jahr wird die ESO einfach nicht flächendeckend stattfinden können. Das Signal wird vielleicht noch kommen, wenn jetzt klar wird durch die Gesundheitsämter, dass das nicht machbar ist. Aber abgesehen von der ESO gibt es noch viele andere Dienstaufgaben, die wir haben, die wir auch nicht stemmen können. Die konnten wir auch schon vorher nicht alle stemmen. Sie haben es gehört, es ist ja, es ist gerade eine schwierige Situation für uns. Wir bleiben dran und versuchen, einen Weg zu finden. Danke, Frau Dr. Bresser. Haben Sie Fragen an Frau Dr. Bresser zu den Themen? ESO ist Einschulungsuntersuchung, ne? Wer das? Gut, dann, ja, bitte Herr Siegler. Sie hatten bei der letzten oder vorletzten Pressekonferenz mal sehr eindrückliche Zahlen zusammengesucht, wo Sie die Zahl der insgesamt Verstorbenen für die Ortenau verglichen haben mit dem Jahr 2018. Haben Sie das haben Sie damals für den März gemacht, haben Sie das für den April wieder gemacht? Ja, und ich bin ganz ehrlich, Sie sind im April ein bisschen höher. Ich kann damit aber leben, weil sie im März ja niedriger waren, so dass wir im Jahresschnitt jetzt in eine kleine Schwankung kommen, dass es ein bisschen höher ist im April, aber jetzt nicht besorgniserregend. Die exakte Zahlen habe ich jetzt noch nicht, weil die Standesämter immer nach und nach melden, aber ich habe schon so eine Wasserstandsmeldung. Aber es ist jetzt nicht in dem Bereich, wo ich sage, auf der anderen Seite ist es auch bundesweit und deutschlandweit ja inzwischen bekannt, dass die Todeszahlen einfach gestiegen sind. Das wäre jetzt auch nicht überraschend, wenn man im Ortenau-Kreis ein bisschen mehr hätten, aber es ist, wie gesagt, jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt besorgniserregend viel. Aber wir können, Herr Siegler, sobald wir die Zahlen valide haben, können wir das durchaus mal wieder so aufbereiten, wie Sie das letzte Mal kannten, dass wir sagen, März 18, März 19, März 20 war es, glaube ich, die absoluten Todeszahlen Ortenau-Kreis und dann machen wir mal April 18, 19, 20 daneben. Nur noch eine kurze Nachfrage, wenn Sie sagen, Sie sind etwas höher, meinen Sie im Vergleich zu 2018 mit der Grippewelle oder zu einem durchschnittlichen Jahr? Zu den letzten 2 Jahren ein bisschen höher, auch zur Grippe ein bisschen höher bis jetzt. Also wie gesagt, wir warten immer noch auf die Meldungen aus den ganzen Standesämtern, deswegen will ich Ihnen jetzt auch keine falschen Zahlen sagen. Gut, dann gehen wir weiter zu Herrn Keller, wenn ich es richtig sehe. Herr Keller, bitte. Gut. Sie können, Herr Siegler, bei D-Status können Sie die Daten für den Bund runterladen, da können Sie es nachschauen. Grundsätzlich zum Klinikum, der Herr Scherer hat ausgeführt, dass es verschiedene Faktoren gibt, die zu beachten sind in Bezug auf die Infizierten. Dazu zählt auch, dass wir aktuell immer noch relativ viel Kapazität vorhalten für den Bereich Covid-Patienten oder Covid-verdächtige Patienten. Das heißt, wir bewegen uns immer noch etwas über dem, was uns Bund und Land als Maßgabe vorgeben, also 30-35% der ursprünglichen Intensivkapazitäten stehen noch. Wir werden das noch schrittweise etwas zurückführen, werden es aber auch die nächsten Wochen und wahrscheinlich Monate auf einem deutlich erhöhten Niveau belassen, weil wir einfach nicht wissen, was auf uns zukommt, ob es eine zweite oder dritte Welle geben
geben könnte. Das heißt, wir haben es wachsam im Auge. Wir werden am 3. August, das haben wir ja vermeldet, Oberkirch wieder eröffnen. Und werden, das war auch ein Thema in der Presse in den letzten Tagen, auch das haben wir immer so kommuniziert, in Ettenheim wird die Frau Dr. Hase im Sommer, nach den Sommerferien so in etwa, dann selbstverständlich auch wieder in Ettenheim operieren. Das war auch nie anders geplant. Wir gehen in allen Standorten wieder in den Normalbetrieb zurück, das heißt auf den ursprünglichen Status quo. Das alles schrittweise, das alles wachsam und dann auch in Abwägung der Gefahrensituation. Innerhalb des Klinikums sind wir Ortenau weit im grünen Bereich, auch im Intensivbereich, im grünen Bereich aktuell. Wir haben die Kapazitäten etwas mehr umverteilt auf Offenburg aktuell intensivmedizinisch für den Gesamtverbund. Das tragen alle noch dazu bei, aber Offenburg hat etwas einen Schwerpunkt. Wir freuen uns darüber, dass wir ab nächste Woche die Besuchsregelungen sowohl im Pflegeheim als auch im Klinikum etwas lockern dürfen, um einfach dann auch wieder soziale Kontakte, gerade für die Patienten ist es wichtig, noch mehr wie bisher mit den Ausnahmeregelungen zulassen zu dürfen. Das ist ja eine Verordnung, an die wir uns immer zu halten haben. All das wird ab nächster Woche, ab dem 18. Mai dann umgesetzt werden. Auch das haben wir soweit ja angekündigt und fürs PBU heute nochmal entsprechend ergänzt. Fragen an Herrn Keller? Ja, kann ich kurz nachfragen, Herr Keller. Sie haben gesagt, 30% der ursprünglichen Intensivkapazitäten stehen noch. Sind es ungefähr 40 Geräte, oder? Wir hatten das Ausgangsniveau vor Corona waren 39 Intensivbeatmungsplätze. Wir hatten in der Hochphase 122 Intensivbeatmungsplätze stehen und Bundesregierung wie auch Land sagen zwischen 30% und 35% der Hochphasebette, so deuten wir das, so genau steht es da gar nicht drin, sollen wir weiterhin vorhalten. Und da, also das heißt 30% von 120 sollen wir insgesamt vorhalten und da sind wir aktuell noch deutlich drüber. Mich würde noch interessieren, auch nach Lektüre der Artikel von Kollegen ist mir noch nicht so ganz klar, welche Auswirkungen wird denn jetzt die aktuelle Krise auf die Agenda 2030 haben? Mir ist jetzt keine Zahl bewusst, wie viele Intensivbetten die neue Krankenhausstruktur dann haben wird, ob die höher oder niedriger sein wird als die bisherige. Also wir hatten... Kann ich gerade beantworten. Wir hatten die letzten zwei Wochen Gespräche mit den Kliniken, also Aachen und Offenburg. Mit Lahm müssen wir noch sprechen. Und haben da das Funktions- und Raumprogramm final besprochen für den Wettbewerb, der jetzt beginnen wird. Wir haben nachjustiert im Funktions- und Raumprogramm und haben die ursprüngliche Anzahl der Intensivbetten erhöht. Das werden wir auch dem Land gegenüber deutlich so vertreten, dass sie mit ihrem jetzigen rechnerischen Ansatz, geht ja immer so von 10% in etwa aus, sind intensiv IMC-Kapazitäten, dass wir gern etwas mehr in diesem Bereich bauen würden. Und wir haben auch reagiert vollständig im Funktions- und Raumprogramm und haben mehr Schleusen insgesamt jetzt berücksichtigt, sowohl auf den Stationen als auch, und das war eine Lehre baulich, insbesondere in der Notaufnahme im Eingangsbereich. Wir brauchen mehr getrennte Eingangsbereiche. Das heißt, es gibt ja in Zukunft vielleicht andere oder andersrum. Wir haben immer eine Situation, wir haben MRSA, wir haben andere Viren in den Kliniken. Das ist eine Dauersituation bei uns. Und da haben wir jetzt baulich direkt reagiert, indem wir insbesondere die Notaufnahmen, die Stationen, Intensivstationen, mehr Schleusen, mehr Betten, Intensivkapazität. Also es wird baulich wurde direkt jetzt schon umgesetzt, ist schon im Raumprogramm drin und geht so in den Wettbewerb. Also man mag das kaum sagen, aber wenn schon diese Krise sein musste, dann ist sie Gott sei Dank zu diesem Zeitpunkt gekommen und wir können das in unsere Planung alles einfließen lassen, was wir ja auch hier im Kreistag entsprechend beschlossen haben. Ja, das ist ja im Grunde, also vom Zeitpunkt her glücklich gelaufen, ja, wenn es 3, 4, 5 Jahre später gewesen wäre, und diese Erkenntnisse dann vorlegen, hätten wir ein Problem gehabt. Jetzt können wir es
entspannt einfließen lassen und in Ruhe überlegen, wie wir uns für solche Situationen in Zukunft noch besser aufstellen. Herr Sickler, Sie hatten noch eine Frage. Ich habe Schätzungen gehört, dass diese Krise das Klinikum einfach aufgrund zusätzlicher Ausgaben, aber auch weil für die Patienten weggeblieben sind, so rund 20 Millionen im Monat gekostet hat. Trifft diese Zahl so ungefähr zu? Wer soll das bezahlen? Und dritte Frage, kommen dann die Patienten jetzt wieder vermehrt ins Klinikum? Sie hatten, glaube ich, mal in der Pressemitteilung geschrieben, dass jetzt die Zahlen zum Beispiel in den Notaufnahmen deutlich zurückgegangen sind, weil die Patienten wohl befürchten, sich anzustecken. Also wir machen gerade eine aktualisierte Hochrechnung, oder ich sage mal, wir versuchen eine aktualisierte Hochrechnung zu machen, so wie es der Kreis ja auch gerade für seinen Haushalt macht. Da muss man das Ergebnis abwarten. Es ist derzeit sehr schwierig abzuschätzen, was die Krise für uns an Kosten bedeutet. Zwei Beispiele. Das eine Thema ist die Pauschale für die Betten, die wir aktuell nicht betreiben, das ist ja gerade wieder in Deutschland in der Diskussion. Da gibt es 560 Euro pro Tag. Das ist für eine Psychiatrie viel zu viel, weil die einfach weniger Kosten haben. Das ist aber für ein Haus wie jetzt Lahr oder Offenburg viel zu wenig, weil es einfach, ich sage mal, als großer Versorger sehr viel mehr Kosten hat. Und da gibt es jetzt auf Bundesebene eine Diskussion, stuft man diese Pauschale ab? Jetzt ist die Frage, wenn die Pauschale abgestuft wird, gibt einfach den kleineren Häusern weniger und den größeren nicht mehr? Oder bleibt es bei diesem Durchschnittswert für alle? Oder gibt es dann für die Großen noch etwas on top? Das bleibt abzuwarten. Das können wir ja aktuell gar nicht vernünftig planen. Das zweite Thema ist jetzt nämlich mal das Thema Testung. Die Testungen bekommen wir aktuell nicht bezahlt. Da gibt es jetzt auch gerade eine Diskussion oder ist ein Gesetzeslauf, dass wir ab Mai oder Juni irgendwann mal pro Test dann auch eine Vergütung bekommen. Allein die Testung hat uns die letzten Wochen 300.000 Euro gekostet. Das ist jetzt nur ein kleiner Bereich. Wir haben sehr viel mehr Schutzmaterial gekauft im Millionenbereich. Das heißt, wir versuchen das zusammenzustellen, wo wir uns aktuell sehen. Deswegen kann ich Ihre Zahlen nicht bestätigen. Ich kann zurzeit aber auch nichts irgendwie dagegen sagen. Wir werden aber sicherlich nicht, wenn man das auf den Monat hochrechnet, 200 Millionen mehr Defizit machen, ganz sicher nicht. Die Frage ist, es wird irgendwo eine Spannbreite sein von bis. Das wird gerade gerechnet. Wenn wir es haben, legen wir es vor. Da muss man aber dazu sagen, betrifft alle Kliniken in Deutschland, kommt noch was, endet der Schutzschirm am 30.09., läuft er weiter. Bekommen wir mehr pro Intensivbett noch vom Land? Gibt es noch irgendwelche Zulagen? Der Kreis hat 2 Millionen an freiwilligen Zulagen für die Mitarbeiter beschlossen, nach bestimmten Kriterien. Gibt es da noch eine Verrechnung? Kommt da was vom Bund noch? Also all das sind für uns Punkte, wo ich sage, wir tragen es jetzt zusammen, wir geben es beim Kreis ab. Aber wie es dann bis Jahresende kommt, ist schwer zu sagen. Gut, wenn Sie keine weiteren Fragen an Herrn Keller haben, dann geht es weiter zu Frau Dr. Reinhardt. Ich glaube, der Herr Kirr. Zu Grenzen ist, glaube ich, alles gesagt worden. Okay, also. Ja, dann Lagebericht von mir. Wir haben zum einen das Themenfeld, was läuft in den Hausarztpraxen? Und da wird deutlich, dass diese Corona-Pandemie im ambulanten Bereich tatsächlich in den Hausarztpraxen stattfindet, sowohl in der hausärztlichen Versorgung, in den Pflegeeinrichtungen, als auch eben einfach in den Hausarztpraxen. Was beobachten wir? Wir beobachten, dass wir Infektpatienten haben, die abgestrichen werden müssen. Die Abstandsregelungen, die zeitlichen Verschiebungen von Infektpatienten zu regulären Patienten, die ja auch in die Praxen kommen, ist ein enormer logistischer Aufwand. Das heißt, wir haben deutlich weniger Patienten gleichzeitig in den Praxen, müssen ständig die Abstände im Blick haben. Das Personal braucht zusätzliche Schutzausrüstung. Das kostet alles Zeit, auch das Anlegen, die ganzen Praxisabläufe. Die Patienten kommen jetzt zum Glück ja auch wieder in die Praxen mit anderen Erkrankungen. Das heißt, wir müssen ständig gucken, ist das jetzt ein Patient, wo man Abstrich machen müssen oder nicht. Und zusätzlich
der Herr Keller hat es gesagt, die Abstriche, das Abstrichnehmen, dafür bekommen die Ärzte ja nichts. Also wir kriegen nichts dafür, dass wir einen Test machen, und wir testen unglaublich viel. Ich darf die Zahl nennen von der letzten 2 Wochen. Da wurde pro Woche im Ortenaukreis, und es sind 98% der Tests, die von Hausärzten gemacht werden, 1600 Tests gemacht. Und die müssen zeitlich ja irgendwo stattfinden. Die müssen aufbereitet werden, die müssen versandfertig gemacht werden. Der Patient erwartet zu Recht, dass er das Testergebnis mitgeteilt bekommt. Und das ist alles in irgendeiner pauschalen Vergütung untergebracht, abgesehen von der Zeit, die wir einfach dafür brauchen. Der Hausarztmangel, den wir noch nicht haben, den wir aber bekommen werden, wenn jetzt die ganzen Leute, die jetzt im Moment noch mit über 60 und mit Ende 60 noch arbeiten, wenn die Hausarztpraxen nicht nachbesetzt werden können, dann wird sich so eine Pandemie noch drastischer in der Versorgung niederschlagen, weil wenn die ambulanten Kapazitäten nicht ausreichen, dann müssen die Patienten verstärkt in die Klinik. Das heißt, nur ein gutes Zusammenspiel zwischen ambulanten und stationären Bereich gewährleistet, dass wir diese Bilder, die wir vom Ausland kennen, nicht haben werden. Und insofern gilt es gerade auch da, die Hausarztmedizin besonders auch politisch zu stärken und die Rahmenbedingungen im Blick zu haben. Da reicht keine Agenda 2030. Das hört Politik auch schon seit Jahren und fördert natürlich und lobt die Hausärzte, so wie sie den ÖGD lobt. Aber Fakt ist, dass früher das Verhältnis war, wir haben 60% niedergelassene Hausärzte und 40% Fachärzte. Die Verhältniszahl hat sich umgekehrt. Und wenn der Hausarztmangel durchschlägt, ist das gerade in solchen Pandemiefällen natürlich drastisch und in der Versorgung spürbar. Trotzdem testen wir wirklich viel, weil uns dieser Fortgang der Pandemie wirklich wichtig ist. Wir testen symptomatische Patienten, wir testen sehr leichte Symptome, weil wir wissen, dieses Virus macht in der Klinik, also in den Beschwerden Symptome sehr wie ein Chamäleon. Es gibt also quasi kein Symptom, was nicht zu einer Covid-Erkrankung passt. Und gerade gestern Abend habe ich in der Fachfortbildung wieder gehört, dass die Infektiosität ja gerade zu Beginn sehr groß ist. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Leute sehr früh erwischen, dass wir sehr gut erfragen, welche Beschwerden sie haben, und auch die Bevölkerung ermutigen, auf der einen Seite bei sehr leichten Symptomen schon sich zum Arzt zu melden, damit sie abgestrichen werden. Gleichzeitig müssen wir die Möglichkeit zum Beispiel dieser Telefon-AU weiter nutzen, um überhaupt die Patientensteuerung in den Praxen hinzukriegen. Und da gehen wir auch nicht fahrlässig damit um. Da brauchen wir diese Spielräume. Aber gerade so diesen Test in der Niederlassung bei den symptomatischen und leichtsymptomatischen hinzukriegen, da sind die Niedergelassenen sehr engagiert. Und das zeigt sich ja auch in den Testzahlen von 1400, 1600 Tests pro Woche. Dem draufgesetzt findet jetzt noch flächendeckend Testung in Pflegeeinrichtungen statt. Und zwar nicht nur bei den Bewohnern, sondern auch beim Personal. Das heißt, wir gucken, und das haben wir im Ortenaukreis einvernehmlich so vereinbart, dass wir das bis zu den Pfingstferien machen. Das heißt, wir haben einen Zeitslot von 3 Wochen, wo wir alle 66 stationären Pflegeeinrichtungen inklusive Bewohner, also Mitarbeiter, Bewohner, auch Hauswirtschaft, anbieten, flächendeckend zu testen. Die Tests werden durchgeführt von Betreutärzten, die in diesen Einrichtungen quasi sich zuweisen. Das Land vergütet diese Tests auch, zumindest was die, den Aufwand betrifft, also dass wir nicht noch drauflegen. Und die ganze Vorbereitung und Abstimmung mit den Einrichtungen, mit dem Gesundheitsamt läuft so, dass wir hinterher auch belastbares Datenmaterial bekommen. Denn was interessiert uns? Wir machen ja nichts einfach nur zum Selbstzweck, sondern das, was uns interessiert, ist, dass wir wissen möchten, gibt es asymptomatische Bewohner, die vielleicht aber positiv sind? Gibt es Mitarbeiter, die positiv sind? Wie ist die Quote? Lohnt es sich in einer Einrichtung, die vielleicht bisher gar keine Fälle hat, wirklich alle zu testen? Und was findet man da für Ergebnisse? Und dann wieder die Vergleichbarkeit, die der Herr Scherer ja auch schon gesagt hat, die wir brauchen auch mit anderen Landkreisen, so brauchen wir das auch bei den Einrichtungen, um einfach ein Bild zu bekommen. Wissend, dass es falsch positive und falsch negative Tests gibt und dass es natürlich nur ein Blick ist in diese Infektionslage im Ortenaukreis in den nächsten 3 Wochen. Aber die brauchen wir, wenn wir angemessen und mit den vorhandenen Kapazitäten auf diese Pandemie antworten und reagieren wollen. Mittlerweile geht die Ärzteschaft davon aus, dass wir
nicht unbedingt eine große zweite Welle haben werden, was wir hoffen, dass wir das bewältigen können. Wir glauben eher, dass es mehrere Wellen geben wird, dass uns das Virus noch viele Monate begleiten wird. Und wir befürchten natürlich, gerade wenn der Herbst kommt und die Grippewelle wieder losgeht, dass dann eine ganz große Herausforderung ans Gesundheitswesen kommt. Genau. Die Fieberambulanzen sind im Moment geschlossen, weil wir da ja zum Glück ja nie getestet haben, gehen uns dadurch auch keine Testkapazitäten verloren. Die brauchen wir aber nicht und andere Landkreise reagieren auch schon und schließen ihre Corona-Ambulanzen. Die Notfallpraxen stehen ausreichend für diese Patienten zur Verfügung und auch die Testkoordination für die ganzen Praxen, die nicht testen, läuft gut weiterhin über diese dezentralen Praxen. Und ich freue mich aber auch, dass es mittlerweile neben den Corona-Schwerpunktpraxen, die testen, auch 30, 40 niedergelassene Praxen gibt, die selbstverständlich testen. Und wie gesagt, obwohl sie das überhaupt nicht vergütet kriegen, das sind ihre Praxisabläufe, die schwierig genug sind, unterbringen. Und trotzdem fehlen uns Patienten und auch die wirtschaftliche Lage in den Praxen, nicht nur in den Facharztpraxen, die ja zum Teil gar nicht operieren können und keine Patienten sehen, aber auch in den Hausarztpraxen wird es wirtschaftliche Konsequenzen haben, obwohl wir zeitlich ausgelastet arbeiten. Also aber auch diese ganzen logistischen Sachen kosten Zeit, kosten Geld und kosten letztendlich auch Honorar. Auch da kommt was auf die Niedergelassenen zu. Und das ist natürlich bitter, weil ich gleichzeitig die Hausärzteschaft natürlich ermutigen muss, genau diese Versorgung weiter aufrechtzuerhalten und auch dazustehen und mit dem Team sich dem Infektionsrisiko auch auszusetzen. Also da gilt mein großer Dank heute vor allen Dingen den Hausärzten, die das vor Ort leisten, in den Pflegeheimen und in den Praxen. Denn sonst würden sie beim Herrn Keller aufschlagen. Da sind sie zwar gut versorgt, aber da wollen wir sie nicht, wenn es geht, haben. Vielen Dank, Frau Dr. Reinert. Frau Dr. Reinert, Herr Sickeler. Nur noch mal zur Konkretisierung, diese 1.400 bis 1.600 Tests, sind das die Tests, die von den Hausärzten durchgeführt werden oder sind das die, die insgesamt im Ortenaukreis durchgeführt werden? Das sind die Ortenaukreis-Tests, aber da in der Klinik nicht viel getestet wird, ist das ein überwiegender Teil aus den ambulanten Praxen. Es gibt wenige Fachärzte, es gibt aber auch Fachärzte, die testen. Und insofern ist das einfach ein Schnitt durch alle. Wobei ich eben noch, Frau Dr. Reinert, mitgenommen habe, dass neben diesen 1.600 bis zu 1.600 pro Woche zusätzlich noch zu sehen sind die Tests, die Durchtestungen in den Pflegeheimen. Also das muss man noch dazu. Sind noch nicht berücksichtigt, weil die ja noch gar nicht begonnen haben, genau. Aber was da natürlich immer auch dabei ist, wenn zum Beispiel jetzt eine Einrichtung im Wohnbereich 2, 3 positiv getestet wird, dann werden natürlich auch Flächentests zusätzlich durchgeführt und auch die werden weiterhin laufen. Also das ist ja das sind die medizinisch Indizierten. Und diese Flächentestung ist ja ein Wunsch vom Land, um eine Infektionslage mal zu sehen. Frau Reinert, waren es jetzt in der vergangenen Woche 1.400 oder 1.600? 1.600. 1.600. Zähle da auch die Tests, die abgewickelt werden? Ja, alle. Okay. Also auch die im hinteren Kinzigtal stattfinden, Wolfachenzone. Gut. Also Sie haben vorher die drohende Grippewelle im Herbst angesprochen. Würden Sie denn dann jedem empfehlen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen? Und glauben Sie, dass genügend Impfstoff vorhanden sein wird? Das war ja in der Vergangenheit ja immer wieder ein Problem. Also die Risikopatienten werden ja schon immer aufgefordert, sich Grippe impfen zu lassen, genauso wie die Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Wir haben und wir sind schon aufgefordert worden, die Kapazitäten für die Impfungen um 20% und auch die Bestellung der Impfstoffe um 20% hochzufahren. Für unsere Praxis bedeutet das jetzt, dass wir statt 500 700 Grippeimpfungen planen. Auch die muss man ja wieder logistisch unterbringen. Aber ich glaube, dass der Wunsch nach einer Grippeimpfung natürlich steigen wird, was ja auch sinnvoll ist. Ob die Kapazitäten da sind oder ob wir womöglich im Herbst priorisieren müssen, dass wir sagen, wir impfen jetzt erstmal nur die, die über 60 sind oder die in einem Gefährdungsbereich arbeiten oder die chronisch erkrankt sind und dann erst dürfen die geimpft werden, die es auf Wunsch möchten. Da werden wir mal schauen, was zur Verfügung steht.
Hinzu kommt ja noch der Wunsch nach Pneumokokkenimpfungen, nach Impfung gegen bakterielle Lungenentzündung. Und auch da haben wir ja Engpässe in der Beschaffung. Wir haben aber auch jetzt andere Impfstoffe, die fehlen, weil Kapazitäten für den Corona-Impfstoff in diesen Firmen freigeschaufelt werden, sodass auch zum Beispiel jetzt im Moment die Gebärmutterhalskrebsimpfung nicht zur Verfügung steht, was mich so wieder an die ESU erinnert vom Gesundheitsamt, die Gesellschaft priorisiert und dass jedem da alles nur einmalig oder begrenzt zur Verfügung steht, fällt bei dieser Priorisierung immer was anderes hinten runter. So, ich sehe keine weiteren Fragen von Ihnen. Dann danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie die Temperaturen ausgehalten haben. Nächste Woche wird es wieder wärmer. Dann ist wieder alles gut. Vielen Dank für Ihre Fragen und einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Meine Kollegen danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Tschüss.